Hallo meine Lieben, ja, da bin ich mit der ersten der versprochenen Reviews und zwar zum, ja, ihr könnt es schon sehen, Sailor Moon Crystal Original Soundtrack Nummer 2, dem Soundtrack zu, ja, Sailor Moon Crystal Season 3 oder Infinity Arc, wie ich lieber sage. Das finde ich klingt einfach schöner als Season 3. Und ja, ich dachte mir, jetzt zeige ich euch die CD einfach mal ein bisschen. Was ich schon mal sagen muss, ist hier oben, was hier immer dran ist, was der Obi, wie man das ja in Japan nennt, finde ich ist sehr, sehr schön. So ein bisschen wie so ein Vorhang hier oben. Und ja, dann natürlich das Cover hier. Also, ich nehme den hier mal kurz mal ab. Richtig, richtig schön gemacht. Also, ja, wirklich so wie Kirchenfenster, so aus Buntglas. Sailor Uranus, Sailor Neptun, Sailor Pluto, Sailor Saturn. Und auch hier oben kann man die Verzierung sehen. Ja, die Rückseite ist da nicht ganz so spektakulär. Versucht man, dass sich hier nicht alles so spiegelt drin. Sondern da ist halt nur das ganze Tracklisting drauf. Und dann machen wir die CD mal auf. Und dann haben wir, hier ist einmal das Booklet. Und hier kann man auch schon sehen, ja, so ein richtig schönes verschnörkeltes Symbol mit dem Mond in der Mitte und dann die, ja, die äußeren Planeten, also die Planeten der Outer Senshi drumherum. Also hier haben wir Saturn, da haben wir Pluto, da haben wir Neptun und Uranus. Wie richtig, richtig klasse gemacht. Das ist wie auf so einer alten, ja, wie aus so einer alten astronomischen Zeichnung. Also richtig, richtig schön. Die CDs selber, finde ich, sind auch total klasse gestaltet. Denn hier haben wir einmal CD Nummer 1 und ja, da haben wir dann auch einmal die Planeten drauf, einmal Uranus und einmal Neptun. Und richtig klasse finde ich halt auch die zweite CD. Da haben wir einmal dann Saturn und Pluto. Und was ich richtig klasse finde, ist, dass sie ja, die Darstellung von Pluto auch ein bisschen basiert haben auf den Aufnahmen, die die New Horizons-Sonde von Pluto gemacht hat, letztes Jahr. Das finde ich richtig, richtig schön. Ja, ja, hier innen drin sind dann eigentlich nur noch die ganzen Credits. Nichts Wichtiges. Und dann zeige ich euch einfach auch nochmal das Booklet. Ja, hier ist dann nochmal eine Auflistung von den Tracks, einmal von Disc 1, einmal von Disc 2. Und ja, der Rest vom Booklet ist nicht so spektakulär gemacht. Also ja, ziemlich viel Text halt. Also das hier ist glaube ich auch noch ein Interview. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht mit wem. Es ist halt alles auf Japanisch. Und hier ist dann nochmal ein zweites Interview. Ich schätze mal mit einem von den Musikern. Denke ich mir mal so. Naja. Und ansonsten, ja, Bilder. Hier ist halt einmal ein Bild von Super Sailor Moon. Und dann ist hier einmal das Bild von Sailor Saturn. Und ja, das war's. Also das Booklet ist nicht so irrsinnig spektakulär. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und was ich halt richtig schön fand, war, das extra noch in so einer Plastikhülle geschützt, quasi noch ein Bonus-Item dabei ist und das ist, ja, im Grunde ist es einfach eine Postkarte, aber mit einem sehr schönen Design und diese Ornamente am Rand finde ich total klasse. Dann nochmal das Bild hier halt vom Cover, die Outer Senshi und dann hier unten, ja, Pretty Guardian. Sailor Moon oder Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season 3. Ja, hier steht auch Not for Sale, also diese Postkarte gab es nicht zu kaufen, sondern die gab es nur als Bonus-Item, jetzt halt mit dem Soundtrack zusammen. Und ist dann halt geliefert worden. Ja, dann noch in dieser kleinen Plastikhülle, dass auch nichts passiert. Ist jetzt nicht das super stabilste, ne? Also ist ein bisschen weiche Pappe, sag ich mal. Aber trotzdem finde ich sehr, sehr schön. Und ja, das war die CD. Und dann werde ich gleich nochmal einen kleinen Schnitt machen. Und dann sage ich so einfach noch ein bisschen was zu dem Soundtrack. Also bis gleich.
So, da bin ich dann noch einmal live in Farbe und in Person, um noch ein bisschen halt über den Soundtrack so zu erzählen. Also, ja, es sind jede Menge Musikstücke drauf. Ich glaube, es ist wirklich der gesamte Soundtrack von Staffel 3. Also auf der ersten Disc sind 29 Stücke insgesamt, auf der zweiten sind 23. Und dann halt auch in so, ja, wieder in so kleine Rubrikenphase gegliedert. Ich gehe jetzt nicht auf alles intensiv ein, aber nur mal so im Überblick, was alles drauf ist. Drauf sind alle drei verschiedenen Versionen vom Titelsong, allerdings in der TV-Version, also in der kurzen Fassung. Wer die lange Fassung davon halt haben möchte, der muss sich dann halt die Singles noch dazu kaufen, die es gibt. Die werde ich mir, glaube ich, auch irgendwann nochmal holen. Alle drei Ending-Songs sind auch auf der CD drauf, auch in ihrer kurzen TV-Fassung natürlich. Ansonsten, ja, natürlich die neue Verwandlungsmelodie von Sailor Moon, ihre Verwandlungsmelodie in Super Sailor Moon, die Verwandlungsmelodie für die Inner Senshi, für Uranus und Neptun. Wobei ich sagen muss, ich finde das Original-Verwandlungsteam aus dem Original-Anime immer noch besser. Ich denke, man hat auch einfach nicht versucht, da irgendwie ranzukommen, sondern was ganz Neues zu komponieren, weil, ja, das Original ist so gut, das kann man irgendwie halt nicht übertreffen, sag ich mal. Von der Musik generell her, ja, es ist viel Ruhiges, es sind einige Stimmen natürlich auch mit Violine dabei, passend zu Sailor Neptun. Insgesamt ist die Musik deutlich, deutlich ruhiger, aber auch düsterer und bedrohlicher als auf dem Soundtrack zu den ersten beiden Staffeln. Da gab es ja doch noch ein bisschen mehr fröhlichere Stücke. Und gerade die zweite CD hat halt viel düstere Stücke, weil da geht es dann, die ganze Hintergrundmusik zu Mistress Nine, zu den Deathbusters, das Erwachen von Pharaoh 90 und das Auftauchen von Sailor Saturn, also die ganze Musik ist auf der zweiten CD halt drauf und es ist natürlich eine ernstere und düstere Stimmung, aber Season 3 oder Infinity ist natürlich auch ein düstererer Teil von Sailor Moon, aber ich finde die Musik einfach wunderschön gemacht und die Doppel-CD ist einfach super, super klasse und also es ist ein wunderschöner Soundtrack, muss ich ganz ehrlich sagen. Noch einmal zum Abschluss. Wie gesagt, bestellt habe ich die CD bei CD Japan und ich habe für die liebe Spectre Loves Anime auch gleich eine mitbestellt. Ich kann euch auch nur den Rat geben, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann bestellt sie am besten auch da und guckt nicht auf eBay, denn die Preise, die für die CD bei eBay verlangt werden, sind unverschämt. Also da bezahlt man locker das Doppelte und das ist einfach nur Abzocke. Also das ist von den eBay-Händlern einfach nur Abzocke. Ne? Oder schaut bei Amazon vielleicht habt ihr da Glück, dass irgendjemand sie einigermaßen günstig oder so anbietet, wenn ihr jetzt nicht aus Japan bestellen wollt oder könnt. Aber ich kann sie nur wirklich jedem ans Herz legen und wärmstens empfehlen. Alleine schon wegen diesem super, super schönen Cover. Ich hoffe, dieses Cover gibt es vielleicht irgendwie mal als Poster oder so als Wallscroll zum Aufhängen. Das wäre richtig, richtig genial. Ja, das war meine kleine Review zum Sailor Moon Crystal Soundtrack Nummer 2 zu Staffel 3, also zu Sailor Moon Infinity. Und absolute Kaufempfehlung. Also wenn ihr generell auch auf Anime-Soundtracks steht oder auf Sailor Moon-Soundtracks sowieso, dann kauft euch diese Doppel-CD. Also ihr werdet es garantiert nicht bereuen. Okay, meine Lieben. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Kommentare habt, wisst ihr ja, alles da unten hin. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Review-Video. Und dann sage ich mal, bis dann. Macht's gut.